Die Windjammerparade, der traditionelle Abschied der Kieler Woche. Doch es wurde auch noch einmal ernst in Schilksee. Auf der TV-Bahn segelten die 29er um die Europameisterschaft. Also Jakob Blasen und Luke Willem, die überraschend führenden, bisher sind sie nur 14er gewesen, segeln ein relativ sauberes, sicheres Rennen hier runter, obwohl die Winde nicht einfach sind. Es hat schon wieder ein bisschen gedreht, wie ihr eben mitgekriegt habt. Die See ist so ein bisschen unbequem. Nicht einfach, gerade für so junge Segler, sich hier zurechtzufinden, und umso überraschender, dass die beiden so klar führen. Jakob Blasen und Luke Willem holen sich mit diesem Ziel durch den ersten Sieg des Tages bei dieser Europameisterschaft. Jawohl, da sind sie im Ziel, sehr schön gesegelt. Herzlichen Glückwunsch, Jungs, Sie sind begeistert. Wir hätten das so gar nicht erwartet, ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, weniger, aber war schon ziemlich gut. Die letzte Entscheidung der Kieler Woche steht noch aus. Es wird also noch einmal spannend am letzten Regattatag.